Glück auf und hallo zu einem neuen Video aus der Reihe Geraffelcheck. Taucht das Watt und wenn ja, wie viel? Heute im Test das Nachtsichtgerät Casio Mini Aura. Das ist ein digitales Nachtsichtgerät mit einfacher Vergrößerung. Falls euch das Gerät interessieren sollte, dann würde ich sagen, dann sehen wir uns nach dem Intro. Also der erste Eindruck nach dem Kauf war halt die kompakte Bauform. Also das Gerät ist wirklich klein. Ich lege mal hier so ein Feuerzeug daneben. Und kompakt. Ja, mal kurz zu den technischen Daten. Das Gerät hat eine Breite von 56 mm, eine Höhe von 25 mm und ist 64 Meter tief. Also wirklich sehr kompakt und klein. Ihr seht meine Griffel daneben. Ja, des Weiteren soll das eine maximale Beobachtungsdistanz von 25 Meter haben, was ich meine eigentlich komplett ausreichend ist. Der Blickwinkel dabei sind ungefähr 19 Grad. Ja, die Stromversorgung, die ist leider nicht via USB, sondern mit drei so AAA-Zellen. Ja, die Zellen, die kommen hier hinten rein. Verpolungsschutz bzw. die Kennzeichnung, die ist ja auch gegeben, minus plus minus. So führen wir die Zellen auch mal ein. Ja, Deckel drauf. Zack, arretiert und betriebsbereit. Ja, nun kommen wir mal zur Bedienung. Also viel einzustellen gibt es bei dem Gerät gar nicht. Wir haben hier oben auf dem Gerät haben wir die An-Aus-Taste. Die drückt man 3 Sekunden, ist das Gerät an. Und auch wieder 3 Sekunden ist das Gerät wieder aus. Ich halte es mal eben in der Kamera. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Direkt daneben, da haben wir die Infrarot-Hilfsbeleuchtung. Ja. Die hat insgesamt 4 Modi. Einmal aus, einmal 100%, 60%, 30% und wieder aus. Also je nachdem, wie oft man hier drauf drückt. Ja, die Infrarotdiode befindet sich hier neben dem Objektiv. Dann haben wir hier 2 Rädchen. Mit dem ersten Rädchen kann man sein Auge hier fokussieren. Also heißt, man stellt so lange ein, bis man das Bild scharf vor Augen hat. Mit dem anderen Rädchen kann man die Entfernung justieren bzw. Objekte auf einer gewissen Entfernung fokussieren. Mehr ist es eigentlich gar nicht. Ja, alles weitere, was zu erwähnen wäre, das wäre halt hier die praktische Handlasche, die ist auch unheimlich wichtig, finde ich, weil das Gerät so klein ist, also man sollte sich das schon um die Hand schlaufen, weil wenn das mal runterknallt, dann wartet wahrscheinlich. Das Gerät hat auch eine automatische Abschaltung, also nach ca. 5 Minuten schaltet sich das Nachtsichtgerät von alleine aus. Ja, aber kommen wir jetzt mal zum spannenden Teil. Wir gehen jetzt mal gleich mal ins Dunkle und dann testen wir das Gerät mal ausgiebig aus. So, der Versuchsaufbau, der stellt sich ein bisschen schwieriger, als ich gedacht habe. Also, wir sind jetzt hier gerade bei mir im Arbeitszimmer und das Nachtsichtgerät liegt bei mir auf meinem Tisch. In 2 Meter Abstand haben wir hier den Heinz Günther stehen. Ich kann jetzt nicht so gut erkennen, ob man ihn erkennt. Status ist gerade, das dahinter stehende Aquarium, die Beleuchtung ist an und die Infrarotleuchtdiode hier am Nachtsichtgerät, die ist aus. So, das war das erste Bild. So, jetzt haben wir das zweite Szenario. Das ist hier gerade dunkel wie ein Bärenarsch. Heißt, man sieht ja gar nichts mehr. Und ich versuche jetzt erstmal, das Gerät zu fokussieren. So, ich habe das Gerät jetzt eingestellt. War gerade ziemlich scharf. Also das rote Licht, was ihr gerade hier seht, das ist von der kleinen Nightcore.
von der Taschenlampe die Rotlichtfunktion, dass ich hier überhaupt was sehe. Ich mache es jetzt aber trotzdem mal aus. Und jetzt sehen wir das Bild ohne Rotlicht, beziehungsweise ohne, dass die ER-Lampe eingeschaltet ist. Die schalten wir jetzt mal durch in verschiedenen Modi. So, ich muss mal das Knöpfchen suchen. So, jetzt haben wir die 100%ige Stärke. Jetzt 60%, 30% und wieder aus. Wie gesagt, das Ganze ungefähr auf 2 Meter. So, jetzt habe ich mir das Gerät nochmal hier vor das Handy geknallt. Und jetzt gucken wir uns hier auch mal ein bisschen um. Die Infrarotleuchtdiode, die ist aus. Was wir jetzt da anpeilen, dann ist die kleine Kamera. Ja, man sieht, wie hell die hier erscheint. Und jetzt versuche ich mal, die Leuchtdiode einzuschalten. So, das sind jetzt 100%. Und man sieht ganz deutlich, dass ich mal wieder den Tisch putzen müsste. So, guck mal, wo Heinz Günther steht. Da ist Heinz Günther. Hallo Heinz Günther! Also ich würde sagen, jetzt auf diese kurze Distanz hier, auf 2 Meter, ein wahnsinniges Ergebnis. Ich kann ja mal höher gehen, da ist unser Aquarium. Sehr schön. So, ich schalte nochmal die Modi durch. So, jetzt ist aus. 100%, 60%, 30% aus. Also man sieht, die 30%, die reichen in so einem kleinen Raum, die reichen völlig aus. Ja, ich hatte mal draußen auch getestet und die Angaben, die sind schon wirklich in Ordnung. Also auf 15 Meter bis 20 Meter sieht man wirklich im Dunkeln fast alles. Da können wir auch gerne nochmal ein weiteres Video zu machen, falls ihr Interesse haben solltet. Weil ich, wir haben jetzt hier mittags, ich habe jetzt keinen Bock hier bis abends zu warten, um hier mal so eine Langstreckenaufnahme zu machen. Aber das könnt ihr mir schon glauben. Ja, so, das war ja schon mal mit unserem kleinen Test. Also wer für das Gerät 200 Euro investieren möchte, der ist mit dem Teil aus meiner Sicht ganz gut beraten. Also die Vorteile liegen eindeutig. Das Ding ist klein, kompakt und leistungsfähig. Also alles in allem, also wer so ein Gerät braucht, ich kann da eine absolute Kaufempfehlung für ausgeben. Und ich habe da eigentlich schon eine Menge Späßchen mit gehabt. Und ja, wenn ihr euch damit den Gedanken mal tragen solltet, euch überhaupt so ein Teil zuzulegen, dann würde ich das Ding hier also durchaus mit erwägen wollen. Das war doch schon wieder mit unserem kleinen Test. Mal ein Test der besonderen Art, hat man ja auch nicht jeden Tag. Falls euch das Video gefallen haben sollte, dann lasst gerne ein Like da oder ein Abo oder ja, wieder am besten 100 Euro Schein bei mir im Briefkasten. Und ich sage Glück auf und bis bald.